Herzlich willkommen, mein Lotusstern. Schauen in die Karten, was darf ich dir mitteilen? Mach eine R- und Du-Legung und eine Momentaufnahme. Mal sehen, wie die Energien so stehen. Ich bin auch schon ganz gespannt. Und ja, fangen wir gleich mal an. Wir nehmen die Charms. So, mal gucken, was ich dir hier mitteilen darf. Und okay, sind drei Sachen. Okay, was haben wir denn da? Was ist das? Ah, okay. Hier haben wir den Storch und ein Baby. So, freudige Nachrichten und eine süße Lady mit Schleife im Haar. Und was ist das? Ah, drei Schlüssel hier an einem Schlüsselbund. Okay. So, mal sehen, was ist die verbindende Energie, die Liebe, Freude und Glückkarten nehme ich dazu. Und was ist die verbindende Energie? Was ist die verbindende Energie? Was ist die verbindende Energie? Ich kriege hier so einen Neuanfang, neu ab, Lebensabschnitt rein. Neuzeitliche Liebe. Jemand empfindet für dich eine ganz neue Liebe. Ja, schau mal. Ah, hast du einen Verehrer? Bin ich gespannt, was sich hier zeigen mag. So, ich hoffe, du befindest dich bei bester Gesundheit und du lässt es dir gut gehen. Ich fange mit der Energie deines Gegenübers an. In welcher Energie befindet sich dein Gegenüber gerade? Wie zeigt er sich? Wie zeigt er sich? Die Energie deines Gegenübers. Okay, da soll ich reingreifen. Oh, 7er Stäbe. Eieiei. Also, da versucht man, die Grenze zu wahren, standhaft zu bleiben, kämpft für, aber auch irgendwie gegen die Liebe. Ich kriege hier so ein defensives Verhalten rein. Nicht wegen Ablehnung oder eine Blockade, sondern vielleicht so. Weiß ja nicht, vielleicht kennst du dein Gegenüber von der Arbeit oder bist da, vielleicht ist er irgendwie so, ich kriege hier rein, so Yoga-Lehrer, frag mich jetzt nicht warum, aber hier mit der Darstellung, vielleicht ist dein Gegenüber Yoga-Lehrer und hat da so eine lehrende Position und hat da so wirklich die Grenzen, wo er sagt, er lässt sich auf keine wie sagt man dazu, Klientin, Patientin, wie sagt man dazu, Kursteilnehmerin, ich weiß ja nicht, also welche Situation ihr euch befindet, aber so diese Grenzen, nicht, dass er nichts für dich fühlt, sondern er kann sich sogar sehr viel vorstellen, hat auch Tagträume, Fantasien, aber dreht sich so unweigerlich ein bisschen von weg, weil da, muss die Grenzen so wahren, kriege ich hier rein. Oh je. Welche Energie bist du denn? In welcher Energie bist du denn? In welcher Energie bist du denn? Oh. Du machst gleich ein seelisches Ausgekotze hier und räumst gerade die Deko ab, die Steinchen. Moment, ich rück die mal ein bisschen gerade, damit wir den Kreis wieder schließen können. Der ewige Kreis des Lebens kriege ich hier rein. Irgendwie gerade bei Disney, keine Ahnung. Soll ich so sagen? Ach, Jemini. Nochmal von vorne. Ich merke schon, du hast viel mitzuteilen. Aber bitte, ganz langsam. Ganz langsam, ganz ruhig, entspann dich. Hol dir was zu trinken, mach dir einen Tee. Lehn dich zurück, drück mal auf Pause. Hol dir was zu knabbern. Und dann lehn dich zurück, ja, und dann einfach atmen, dann kannst du in Ruhe zugucken, ja,
Ganz ruhig. Eieiei. Oh Gott, ja. Okay, jetzt verstehe ich dich. Jetzt, ich weiß Bescheid. Jetzt, ich weiß es. Ist in Ordnung. Du hast es mir mit einer Karte gesagt. Ist okay. Schau. Die Liebenden. Du hast hier eine sehr große Anziehungskraft und Wirkung auf dein Gegenüber. Und du würdest am liebsten hier auch. Guck mal, du hast ihm da schon. Du würdest da, ihr würdet gern ihr. Aber mein Gott, zwischen euch ist ja. Eieieiei. Eigentlich wäre da schon längst eine Entscheidung fällig. Ja? Also, wenn es jetzt. Ich sage es mal, wenn es jetzt nicht ums hier Kinder kriegen und heiraten und Festigung hier mit den Schlüsseln ja aus 2 macht 3 geht, ja, sondern hier wirklich so ein Szenario hier, ein heißer Flirt, ja, dann ist eigentlich nur die Frage zu klären, wie sagt ihr heutzutage? Moment, ihr trinkt ja Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, deswegen kann ich da nicht mitreden, aber Kaffee bei dir oder bei mir? So nach dem Date oder so, ja. Oder wie war das früher mit, willst du meine Briefmarkensammlung sehen? Also dann ist eher schon sowas hier, ja. Wenn du aber wirklich ein Mensch bist, wo auf Festigkeit und hier auch wirklich Sicherheit und festes Wert legst, ja, also nicht keine leichten Energien, dann. Ja, es ist für dich natürlich auch nicht leicht, weil du bist ja auch in der Position, dass du nicht so handeln kannst, wie du gerne möchtest, genauso wie dein Gegenüber. Aber also das ist ja schon eine verzwickte Lage hier. Ja, der andere Tagträume und du hast da wahrscheinlich nachts deine Träume. Ja. So oder so, ihr findet euch sehr, sehr anziehend und eigentlich ist ja nur eine Entscheidung zu fällen. So, und jetzt will ich wissen, was in der Vergangenheit war. Dein Gegenüber, wie sieht er das? Ah. Ich rede noch von schlaflosen Nächten, gell? Ja, hier, der hat schlaflose Nächte in der vergangenen Zeit auf jeden Fall verbracht. Wahrscheinlich immer noch, ne? Vielleicht auch schlechtes Gewissen, weil er nichts gemacht hat. Vielleicht arbeitet dieser Mensch auch Nachtschichten, wobei dann, ich glaube nicht, dass ein Yogalehrer Nachtschichten macht. Wobei, heute ist ja alles möglich. Ich sag nichts in der Hinsicht. So, du die Vergangenheit. Ja, du hattest Hoffnung. Du hattest Hoffnung, dass du diese Münze, ja, noch hinzunehmen darfst, dass du in deinem glücklichen Leben, deinem glücklichen, erfüllten Dasein noch die Randerscheinung hast, ja, mitnehmen kannst, ja, die Kirsche auf der Torte. Das ist so eine Sache, wenn man Wünsche und Träume hat und Visionen und nicht von der Maskerade abrücken kann. Das ist sehr saumäßig schwierig, kriege ich hier rein. Die gegenwärtige Situation, wie sieht das dein Gegenüber? Die gegenwärtige Situation, wie sieht das gerade dein Gegenüber? Gegenwärtige Situation. Wow, das Gericht. Und schau mal, wie er dich hier sieht. Hier kriege ich rein. Die Entscheidung, die wir treffen, diktiert das Leben, das wir führen. Ah, das war doch der Mr. Bill hier, oder? Unser Billy. Warte, ich zeig das kurz für die, wo es nicht mitgekriegt haben. Filmbotschaft, definitiv klarer Fall. Und dann gebe ich das natürlich auch rein, wenn ich ihn finde. Das ist immer so eine Sache. Ich stelle es dann zwar zurück, aber dann ist es ja nicht mehr an dem Platz, wo er ja eigentlich ist. Also eigentlich hingehört, gell? Und dann haben wir das Dilemma. So. Und dann darf ich suchen. Wo habe ich den bloß hingetan? So. Geh mal Stück für Stück kurz durch. Ich schneide meine Videos nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Jetzt sitzt du davor und sagst, ja, genau. So ist es. Mr. Dietner, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. War er auch nicht. Auch nicht. Moment.
Ich spüre es, ich bin ganz nah dran. So. Ja, das ist, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, gell? So. Gehe ich mal eine Etage tiefer. Und. Eieiei. Ich finde ihn wirklich gerade nicht. Ach, das ist immer der Vorführeffekt, weißt du? Oh. Sowas nervt mich, aber ja gut. Mr. Bill heißt der Film. Ja, ist mit dem Moment. Ist mit Danny DeVito, genau. So. Und das Leben, das wir, die Entscheidung, dass wir, nee, die Entscheidung, die wir treffen, diktiert das Leben, das wir führen. Genau. Und er sieht dich da, dass du jetzt dir selbst, ja, gerecht wirst, weitergehst. Und die zwei im Tarot ist die hohe Priesterin, die ruht sowieso in sich selbst und hat den Leitfaden in sich, ja. Und ist auch, ja, geheimnisvoll, sage ich jetzt mal. Das zieht natürlich auch an, gell? Mit der Null, ja, der Narr, es ist Zeit für einen brandneuen Anfang, ne? So sieht er das. Ei, wie siehst du das? Ich habe schon Angst zu ziehen. Also du haust hier heute raus, gell? Mhm. Hier, der Tod. Du tust da Altes abstreifen und Neues darf entstehen. Du bist da wirklich... Er hat recht, ja. Er hat recht. Du bist eine Energiequelle und gehst da deine eigenen Wege. Ja, die drei ist die Herrscherin und eins ist ja Magier. Ne? Also, so viel dazu, zu der gegenwärtigen Situation, wie ihr es gerade seht. Ja, ihr seid einer Meinung. Du bist toll. So, die zukünftige Tendenz in deine Richtung, werde ich schon nicht mehr sprechen. Oh, 7 der Kelche. Ja, wenn man Träume Wirklichkeit werden lassen werden kann, wenn man Träume und Fantasien Wirklichkeit werden lassen kann, jetzt habe ich's. So, lassen kann. Ich weiß, warum ich den Versprecher hatte. Ah, da ist nichts so, wie es scheint. Hier mit der Schlange. Moment. Und hier so kleine Treppen darunter. Ist meine Wasserflasche runtergefallen. Moment. Das war klar. Den finde ich sofort. Siehst du? Also, der soll es auch sein. Filmbotschaft an dich. Hier. Lieben und lassen. Ja. Krasser Film, krasse Aussage. Und nichts ist so, wie es scheint. Und dabei kommt es doch ganz, ganz anders. Ja, also. Ich kriege hier damit rein, er kann es nicht lassen. Er kann seine Finger nicht von dir lassen, auch wenn er dich nicht berührt. Oder vielleicht nur, wenn jetzt wirklich ihr Yoga-Lehrer ist, zum seltensten Fall kommt, dass er da die Position, die du machst oder machen musst, leicht korrigiert, nicht so, ne, so, ja, gell? Ja, der hat hier wirklich, ja, Wünsche und Träume haben ihre eigene Welt, gell? Und manche Situationen ist er dann leicht überfordert, leicht. Ja, und abends zieht er dann Bilanz, ja? Und möchte sich eigentlich von diesen negativen Ballast befreien, ja, dieses Eingeengte und nicht so können wie wollen. Und möchte am liebsten da ausbrechen und eigene Wege gehen, das auflösen oder ablösen, ja. Ja, schlechtes Timing, ja. Eieiei. Und du, wie ist die Tendenz? Sag mal hier. Red mal Tacheles. Du redest hier ja sehr, sehr Tacheles. Du bist hier ganz offen. Was haben wir hier? Ah ja, Ritter der Münzen. Ja, du gehst da gemächlich deinen Weg. Ja, du bist zwar sehr langsam unterwegs, aber stetig. Ja, du sagst hier in einem gemütlichen, entspannten
Spaziergang kann ich noch die Wiesen und alles, die Natur genießen und ja, da kann da schon hinterher und folgen und ja, mal sehen. Du lässt es entspannt auf dich zukommen und gehst deines Weges. Das ist gut, das ist eine tolle Energie. Die Gedanken deines Gegenübers. Die Gedanken deines Gegenübers. Die Gedanken. Oh, der sieht dich hier als die Königin der Münzen. Schau mal. Wirklich hier ganz entspannt, gechillt, gelassen und du lässt einfach auf dich zukommen und das passieren. Lässt es passieren, was passieren soll. Du bist im absoluten tiefsten Vertrauen und hast da deine Welt gestaltet, dass da wirklich du genießt deinen hart erkämpften Frieden. Du hast da wirklich eine immense Auswirkung und Kraft in dir und das bewundert und das zieht ihn auch sehr an. Wie siehst du denn den Yogi? Den Yogi-Lehrer hier. Wie siehst du ihn? König der Stäbe. Also, das ist ja der hübscheste Mann im Tarot-Deck, ja. Also sehr, sehr feurig unterwegs. Der weiß um seinen Star, seine Stärke. Jetzt wollte ich gerade sagen, seinen Star. Seine Stärke. So, das mit dem Stab lasse ich jetzt mal dahingestellt. Wobei er da ja schon sehr männlich auftritt, gell. Also, Ah, ja, also das ist immer noch, gell? Das hat sich nicht verändert, gell? Präsent. Die Gedanken. So, jetzt fahre ich mal nach den Gefühlen. Ihr findet euch ja beide toll, ne? Am liebsten würde er da Träume wahr werden lassen, aber ja. Wie macht man das am besten, dass das gerecht allen Seiten ist, ne? Und dann nichts, ja. Oh, ja. Er weiß, du bist eine sehr tiefgründige Dame. Und du bist sehr spirituell. Du gehst keine Dramen ein. Du hältst dich von Dramen komplett fern. Ja? Und alles, was unrealistisch ist oder sich nicht stimmig für dich anfühlt, bist du passiv. Absolut. Du willst nur Harmonie und ja, dementsprechend. Idealisierst du das auch, ja? Und das inspiriert dein Gegenüber. Du bist so, hey, Königin der Münzen, Königin der Kelche. Also wirklich perfekte Mischung zum. Der sagt hier, du hast Heiratsqualität. Ja, also du kennst deinen Wert und du bist da stark und hast auch da starke Anziehung, gell? Und du? Ah. Du sagst hier, nur weil einer sehr schön aussieht, ja, da kann jeder daherkommen, ja. Du lässt weder mit dir spielen, noch lässt du dich manipulieren oder tricksen, ja, auch wenn es hier nur so ein bisschen tricksen ist, ne? Lässt du dich gar nicht drauf ein. Du bist hier sehr, ja, ich sage jetzt mal traditionell unterwegs. Das heißt wirklich, moralisch gesehen hast du deine Traditionen. Sagen wir es mal so, weil mit der 5 ist es der Hierophant. Du lässt dich hier nur auf etwas Festes ein oder gar nicht. Ja, auf so Spielchen, dafür hast du keine Zeit und auch keine Energie. Und wenn du nicht klar siehst, was alle Karten auf den Tisch kommen, wie hier, ja, dann lässt du dich nicht drauf ein. Da kannst du noch so hübsche Augen haben oder noch so ein hübscher Body oder noch so hier eine helfende Hand. Ja, da haben wir wieder die Hand, gell? Da ist man verbunden und man darf doch eigentlich nicht hier. Guck mal, der darf eigentlich nicht. Auch wenn er dich beim Yoga ein bisschen berührt und korrigiert, ist rein beruflich. Rein beruflich. Ja, rein beruflich. So ein Bullshit, so ein Blödsinn. Naja, man kann sich alles schierrede, gell? Ich nehme die Manara-Karten. Und frag mal, wie sieht er dich gerade aktuell in dem Moment und was hat er für Sehnsüchte, Wünsche, was würde er denn gerne oder ja, einfach wie sieht er dich gerade? Wie sieht er dich gerade? Wie sieht er dich gerade? Gefühle, Emotionen, Tendenz, wie sieht er dich gerade? Das macht ihn ganz fuchsteufelswild.
Ich hatte vorhin in einer Legung, da kommt mir die Karte, ich muss die Karte kurz raussuchen, warte. Also, warte. Hier, 10 der Feuer, der ist komplett überlastet damit, ja. Du gehst da Stockwerk für Stockwerk höher und er holt dich nicht mal richtig ein. Bleib doch mal stehen, hör mir doch mal zu. Was weiß ich liebe dich oder so hier, ne? Hier, wie siehst du das? Und du sagst, nein, 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 ich lasse mich auf solche Machenschaft lasse ich mich nicht ein. Warte, ich muss mal kurz gucken. Es war eine Orakelkarte. Ich muss mal kurz gucken. Es war eine Orakelkarte, weil Fuchs, Teufels, nee, das waren die nicht. Moment, Fuchs, Teufels, Wild. Ich habe gerade so einen Impuls. Ich soll sie dir zeigen. Hier haben wir sie. Hier, Fuchs, Teufels, Wild. Ja, Teufel, ne? Hier mit dem König der Stäbe, Wild. Das macht ihn schon wütend, ja, dass er dir nicht hinterher kann oder nicht so kann, wie er möchte. Ja, verlasse die gewohnten Kreise und schaue dich nach wahren Gefährten um. Der empfindet dich als ja, vielleicht lebt er auch wirklich schon lange als Single-Mann oder ich weiß ja nicht, was da noch so Konstellationen gibt. Vielleicht Single-Mann, aber vielleicht alleinerziehender Vater kann ja auch sein. Also solche Sachen, der ist komplett überfordert mit dir. Und du, ja, dementsprechend, Probe des Feuers. Ich kriege hier so ein bisschen rein. Kann sein, dass er ein Workaholiker ist. Vielleicht, dass er da auch wirklich. Dementsprechend, also normal Bube der Stäbe im Tarot ist so der, ich sage immer der Fließband-Casanova, ja, ist jetzt höflich ausgedrückt, aber hier sehe ich irgendwie Arzt, irgendwie auch eine heilende Tätigkeit. Das kann wirklich von Arzt sein bis Therapien, eben auch, eben Yoga ist ja auch nicht ganz weit entfernt davon und König der Schwerter. Hier der freche Grinse, der Lausbub, guck mal. Ja. Der hat's faustdick hinter den Ohren hier. Der Bubi. Und dann kommst du daher, ja, und wickelst seine Haare da um deinen Finger und der kommt damit nicht klar. Ich möchte ja noch wissen, was sagt denn die höhere Macht dazu? Sagt die höhere Macht dazu. Was sagt die höhere Macht dazu? Okay, schmeiß es runter. Warte, ich muss das aus der Hand legen. Moment. Ei, okay. Ah, da haben wir den schon wieder. Also der fällt oft raus. Ich weiß jetzt nicht mehr in welche Legung, aber ja. So, also Ass der Stäbe, Ass, zwei der Münzen und hier Ritter der Schwerter. Ja. Guck mal, der ist hier ganz schnell unterwegs. Ja, will die Kurve kriegen hier. Ja. Irgendwas wurde ihm gezwitschert oder hat er was mitgekriegt oder es ist sehr viel Aufruhr in ihm und er hält es nicht mehr aus, ja, kann sich nicht mehr zurückhalten. Eben Fuchs, Teufelswild, ne? So, und zwei der Münzen, du bist hier zwar bei dir, aber du nimmst ja natürlich auch Dinge oder Personen, Menschen, die dein Leben kreuzen, schaust du dir schon an, aber du bleibst immer bei dir. Und das zieht den magisch an. Und mit Ass der Stäbe ist das ja wirklich eine. Du bist eine Inspiration pur. Ja, das hat der so noch nicht gesehen oder erlebt. Und du bist da eh. Du sagst dir, lieber lebst du für dich alleine und mit dir, ja, als zweisam einsam. Und du lässt die Finger komplett weg, was nicht gut tut. Ja, also. Du siehst hier jeden erstmal als, was will der von mir oder was ist der manipulierend oder um Gottes Willen. Du hast so, also erstens tust du so lieber gucken, anders gesagt. Also am besten, du hast von jedem erstmal eine ganz, ganz schlechte Meinung. So kriege ich das rein. Und jeder hat die Chance, sich zu verbessern, Stufe für Stufe. Da sagst du, da hast du mehr davon und mehr Happiness und schöne Momente und ja, eben, weil du hast sonst keine Erwartungen von Menschen. Du gehst nur deinen eigenen Weg, machst dein eigenes Ding, aber wenn dann jemand mal da, dann guckst du dir das sehr genau an. Du verbrennst dich nicht an kurzlebigen Feuern, ja. Du hast da
Es kommt mir immer irgendwie mit der Karte hier rein, auch wenn es Asta Stäbe ist. Die Hohepriesterin, und die ruht ja in sich. Auch wenn sie Feuer in sich trägt, heißt es das nicht, dass sie es mit jedem dahergelaufenen ja, lebt. Ne? Also du tust das schon abwägen. Und das sollst du auch weiterhin tun. Das ist so der Rat von den Karten. Ich ziehe eine Liebeskarte. Mal gucken, was ich da noch mitteilen darf. Ich bin gespannt. Ja, bleib bei dir und schau dir die Angebote, wo nach und nach reintrudeln, genau an. Und nur weil da, ja, ich sag's mal so, Kelche deinen Weg kreuzen, heißt das ja nicht, dass du die annehmen musst. Kannst ja auch einfach nur zum nächsten schicken, zur nächsten schicken und sagen, nein, danke, hatte ich schon, kenne ich schon. Oder die Energie brauche ich nicht. Bleibe ich lieber bei mir. So, was darf ich dir mitteilen? Vergebung ist der schnellste Weg zur wahren Liebe. Oh. Ja, wenn du so behandelt worden bist, mal in der Vergangenheit, und jeder hat das mal, denke ich mal, durch, dass da jemand schlecht behandelt worden ist, ja, dann hast du jetzt hier erkannt, du darfst dir selbst vertrauen und darfst dir selbst verzeihen, dass du dir selber sowas nie wieder antust, ja, dass du sowas nicht mehr in dein Leben lässt und erst recht nicht behältst, ja. Also lieber gehst du da alleine weiter. Und mit der 36, hier steht die 36, kriege ich hier wieder die Herrscherin rein. Und die geht ja sowieso ihren eigenen Weg. Ja, die verkörpert ja alle Königinnen. Die hat ja schon alles durchlebt. Ne? Also kann auch wirklich das Schlimmste sein, von Scheidung bis Witwe. Also wirklich schon alle, die kleine Arkana, wirklich alles schon durch, die kleinen Aufgaben des Lebens. Und in der großen Arkana mit der 3. Es ist natürlich die Herrscherin, und die, ja, die ist ruhend in sich und die ist nährend und geht ihren Weg und selbstbewusst und weiß ganz genau, was und was nicht, ja. Und mit der 6 ist es natürlich die Liebenden, und das mal wieder bei der Nachricht von Anfang, ja. Und du stehst für deine persönlichen Werte ein und lässt dich auch führen und kommst dann natürlich auch dementsprechend an dein Ziel oder deine Ziele, ja. Und du bist wirklich eine heiße Kandidatin. Und da zeigt es mir jetzt an, die Botschaft ist durch. Und jetzt tue ich dir noch eine Orakelkarte ziehen. Ja, und dann lass mal das mal so stehen hier. Eieiei. Mit dem Juli. Naja. Und für dich. Die 24 im Lenormand ist es die Liebe, das Herz, ne? Und hier dein Leben. Guck mal, wie süß hier mit dem, ja, du hast deinen Kaffee gemacht, dein Leben, du weißt jetzt, wo der Hase hinläuft. Der erinnert mich irgendwie an Alice im Wunderland, wo da, ja, der Hase da, ne? Du hast keine Zeit für so ein Guckelores, nur Festes nur noch, gell? Der Baum der Wünsche ruft deinen Namen. Ein fast vergessener Wunsch erfüllt sich jetzt. Ah, Selbstliebe. Du selbst bist die Liebe deines Lebens. Und du darfst da auch wirklich. Ah ja, jetzt verstehe ich auch. Lieben und lassen. Da ist ja auch. Guck den Film an. Wenn du willst, kannst du dann zurückkehren und hier natürlich das mit uns teilen. Ansonsten, wenn du den Film guckst und da mit der Liebe und dem Herz und ja, dann weißt du Bescheid. Dann weißt du Bescheid, gell? So, das haben wir im Unterdeck. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich soll dir das zeigen. Die Zeit von Demut und Reue endet. Vergib dir und beginne dich so zu lieben, wie du bist. Oh ja, hier. Ha, da haben wir ihn. Der Vogel, die Hoffnung, ja. Genau. Und mit der 3 und der 9 ist es, also das 39 hier oben. Ja, ich weiß nicht, ob du es siehst. Siehst du das? 39. Ja, 24 die Liebe, die 39, die 3 ist ja wieder die Herrscherin, da schließt sich der Kreis wieder, und mit der 9 der Eremit, ja, da darf der auch reifen und sich in sich gehen, wie du das jetzt auch gemacht hast. Und hier, ja, ich wünsche dir in der Hinsicht wirklich das Allerbeste. Was haben wir im Unterdeck? Ajo, hier, du hast genug gelernt, Parsen, Parsen, Page der Münzen, du bist hier
fest gewachsen, fest verankert und drehst jetzt dein Rad des Schicksals selbst, hast es in der Hand. Hier auch wieder der Wald abgebildet hier, ne? So. Gute News, ja, ist alles richtig und du bist auf dem richtigen Weg. Bei dir kommt Gutes und dementsprechend wünsche ich auch dir die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen, die du nicht ändern kannst, den Mut, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und da stellt sich mir und drängt sich mir nur die eine Frage auf: Bist du glücklich oder nicht? Macht es dich glücklich oder nicht? Und dementsprechend, ich schaue demnächst wieder rein und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, lass es dir gut gehen, bis bald.